Der rechte YouTuber Tim Kellner ist von dem Vorwurf der Beleidigung freigesprochen worden. Darum soll es nicht direkt gehen, aber das soll mir Anlass sein, mal ein paar grundsätzlichere Überlegungen anzustellen. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe es schon gesagt, es geht heute nicht direkt darum, dass der rechte YouTuber Tim Kellner hier freigesprochen wurde in einem Prozess in Berlin. Vielmehr soll mir das Anlass sein, mal ein paar allgemeinere Überlegungen zu der Thematik anzustellen. Aber trotzdem möchte ich kurz erläutern, worum es geht. Die SPD-Politikerin Shaban Shibli hat Tim Kellner verklagt auf Beleidigung, und es geht um folgende Aussagen. Tim Kellner hat sie als Quotenmigrantin der SPD bezeichnet, islamische Sprechpumpe, und hat gefragt, hat ihr Vater aus Trieb, religiöser Überzeugung oder wirtschaftlicher Berechnung im Lager 12 Kinder gezeugt. Der Richter hat zwar zugestanden, dass das gerade speziell auch die Frage bezüglich des Vaters eine grobe Unverschämt sei, aber eine strafrechtliche Beleidigung, Frau Shibli, sehe ich darin nicht. Das ist bereits die zweite Instanz. In der ersten Instanz war Herr Kellner zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ja, hier sehen wir mal wieder exemplarisch diese hart geführte Auseinandersetzung zwischen rechts und links, die Lagerbildung in der Gesellschaft, sieht man mal wieder am, ja, wie es auseinandergeht, wie hart hier die Fronten aufeinandertreffen. Ganz allgemein gibt es eine Tendenz, insbesondere von der politischen Linken, zu versuchen, sowas wie rechte YouTuber wie den Tim Kellner oder wie den Sellner oder wen auch immer, den Miro Wolfsfeld oder so, dass diese Leute unsichtbar gemacht werden und aus den großen Netzwerken gedrängt werden, wie YouTube, Facebook etc. Und ich halte das für eine Sache, die kurzfristig gedacht ist, kurzsichtig gedacht ist. Ja, ich halte es für besser, wenn Leute mit solchen politischen Ansichten prinzipiell sichtbar bleiben und es sogar vielleicht möglich ist, dass ein Miro Wolfsfeld auch mal mit einem Linken diskutiert, so geschehen auf meinem Kanal, als wenn diese Leute gewissermaßen verdrängt werden und unsichtbar gemacht werden. Denn wozu führt das? Das führt dazu, dass dann von mir aus ein Tim Kellner, der auf YouTube nicht mehr sein kann, dass er dann nach BitChute geht, dass er nach Telegram geht, dass er nach 8chain geht oder gleich ins Darknet. Ja? Und was, wozu führt das? Dass er dann nur noch mit Leuten zu tun hat, die seiner Ansicht sind und sich dort möglicherweise eben radikalisiert. Ja. Das heißt, solange wie ein Miro Wolfsfeld es möglich ist, so einen YouTuber auch mal dazu bekommen, mit der politischen Gegenseite zu sprechen, halte ich es für relativ unbedenklich, dass so jemand sich in einer gefährlichen Weise eben radikalisieren wird. Und dadurch, dass man, was weiß ich, einen Tim Kellner, mit denen, was weiß ich, 5% oder 10% der Bevölkerung vielleicht auch sympathisieren, ja, der sozusagen auch etwas repräsentiert, denn nicht ohne Grund hat er 200.000 Abonnenten und endlich viele Follower auf Facebook. Wenn solche Menschen eben, wenn es diese Ansichten und politischen Einstellungen nun mal gibt, ja, ist, glaube ich, wenig damit geholfen, wenn man das sozusagen nur zur Unkenntlichkeit bringt, wenn man es versteckt, wenn es dazu führt, dass diese Dinge gewissermaßen verdrängt werden. Das möchte ich durchaus in Analogie zu einem tiefen psychologischen Verdrängungsprozess setzen, ja, der ja auch im Sinne der tiefen Psychologie dann zu Neurosen führt. Ja, also alles, was sozusagen unsichtbar gemacht wird, verschwindet ja nicht, aber in dem Maße, in dem es sozusagen aus dem öffentlichen Bewusstsein gedrängt wird, ja, führt es an anderer Stelle wahrscheinlich zu deutlich destruktiveren Entwicklungen. Ja. Das gilt auch für die politische Gegenseite. Es hat erst vor einigen Wochen ja die Auseinandersetzung um die Plattform Links unten in die Media gegeben. Die sollte verboten werden, weil dort wohl eindeutig strafbare Inhalte auch veröffentlicht werden. Das muss man nach meinem Dafürhalten auch noch aus einem anderen Grund ablehnen, weil
hier eine Plattform für einzelne Beiträge haftbar gemacht werden soll. Das ist, finde ich, eine schlechte Entwicklung. Und auch das führt dazu, dass Linksextremismus oder würde dazu führen, dass Linksextremismus unsichtbar gemacht wird, verdrängt wird. Ja, aber nur weil man jetzt links unten in die Media verbieten würde, würden ja die Linksextremen nicht verschwinden. Ja. Im Gegenteil, sie hätten wieder einen Grund, sich als Opfer zu fühlen und würden sich möglicherweise auch hier weiter radikalisieren. Insoweit es tatsächlich wohl strafbare Inhalte auch gibt bei links unten in die Medien, also es gibt da mehr oder weniger offen verhohlene Aufruf zur Gewalt, das denke ich kann man schon feststellen. Ob das jetzt jurisdiziabel ist, kann ich so im Einzelnen nicht sagen, ich bin ja kein Jurist, aber dem sozusagen allgemeinen Menschenverstand nachfolgend gibt es dort schon Aufruf zur Gewalt in einzelnen Beiträgen. Aber da war eben auch hier das Mittel der Wahl, eben die einzelnen Beiträge dagegen vorzugehen, ja, und nicht die ganze Plattform zu verbieten, weil damit auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, ja. Ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland hier auch eine sehr, sehr große Ängstlichkeit haben. Und in der Tat macht mir das weit mehr Angst als irgendwelche Rechts- oder Linksradikalen, die sich hier äußern können. Ja, das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Klima, das ich auch gerade in Deutschland feststelle, dass eine sehr große Ängstlichkeit herrscht, überhaupt die eigene Meinung zu sagen, dass man schon immer irgendwie die eigene Zensur im Kopf hat oder das, was man glaubt, zensieren zu müssen. Ich weiß gar nicht mal, ob das wirklich immer der Fall ist, aber die Menschen haben eine große Vorbehalte, sich politisch offen zu äußern. Also das habe ich auch immer wieder festgestellt, insbesondere an der Anerkennung, die ich manchmal dafür bekomme, dass ich das mache, was ich hier mache, dass ich sozusagen meine Meinung sage. Das zeigt mir aber im Umkehrschluss, dass viele Menschen sich das eben nicht trauen würden. Ja? Es ging jetzt bei der Shavan Chapli um Beleidigung, nicht um Volksverhetzung. Nichtsdestoweniger habe ich im Zusammenhang mit dieser Geschichte mal auch mir diesen Paragraphen zur Volksverhetzung angeschaut. Es ging dabei um eine Debatte im Kommentarbereich zu diesem Spiegelartikel. Und auch hier muss ich sagen, nach meinem Verständnis ist das ein sehr weit gefasster Paragraph und ich finde den durchaus problematisch, insbesondere hier den zweiten Punkt beim ersten Absatz. Also es heißt hier, wer in einer Weise, die geeignet ist, die öffentlichen Frieden zu stören, zweitens die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen einer Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig, verächtlicht, macht oder verleumdet, ja, wird mit einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Also das ist ein Paragraph, der sehr schwammig formuliert ist. Als erstes diese Formulierung, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Ja, was soll das denn sein? Also das ist irgendwie ein absoluter Gummiparagraph, der alles und nichts beinhalten kann. Insbesondere kann man das auch als eine Aufforderung lesen, bei allem, was man nicht passt, eine möglichst große Empörungswelle zu erzeugen, um sozusagen den Eindruck zu erwecken, dass die öffentliche Ordnung gestört wurde, um sozusagen diesen Paragraphen anwendbar zu machen, ja. Und dann, also wenn ich jetzt schon sagen würde, was weiß ich, scheiß CDU oder scheiß SPD, wäre das prinzipiell hier schon, würde hier schon unter den Paragraphen der Volksverhetzung fallen können. Wenn man das eben als eine Beschimpfung einer vorbezeichneten Gruppe ansieht, ja, dann könnte man bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe dafür zu bekommen. Naja, und das finde ich, kann nun wirklich nicht sein. Und was wozu führt ein solcher Paragraph? Entweder wird er streng ausgelegt, dann ist das eine, wie soll ich sagen, eine Aufforderung dazu, fast jeden politischen Diskurs unmöglich zu machen. Selbst wenn ich dann irgendwie sage, ja, die Eliten machen das und das und das ist dann irgendwas Schlechtes, schon das wäre dann Volksverhetzung, das wäre dann Elitenfeindlichkeit oder sonst was. Ja, oder aber es wird lax ausgelegt, ja, dann kann man sich's auch sparen. Ne? Also wenn das dann zu führt, dass dann immer es formal sozusagen Volksverhetzungen gibt, die aber nicht verfolgt werden, dann
führt sich auch irgendwo die Rechtsordnung ad absurdum. Ich bin auch der Meinung, dass ein Deutschland, das wirklich einen solch eng gefassten Volksverhetzungsparagraf braucht, um nicht wieder unter die Herrschaft des Nationalsozialismus fallen, ein solches Deutschland ist eh verloren. Ja? Also da wird sich der politische Irrsinn auch auf andere Weise Bahn brechen. Ja? Gut, nochmal zurückzukommen. Ich hatte es ja eigentlich nicht vor, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, zum Fall Schäpli versus Kellner. Ja, die Schäpli hat sich halt auch vom Kellner trollen lassen. So muss man das schon auch sagen. Die Frage ist, ob man wirklich über jedes Stöckchen springen muss, das einem hingehalten wird. Im Spiegelartikel steht ja, Tim Kellner hat 205.000 Abonnenten. Ja, ich habe mal nachgeschaut, mittlerweile sind es 209.000 Abonnenten, also 4.000 Abonnenten in 2 Tagen. Da kann sich der Tim Kellner wirklich bei Spiegel Online und der Frau Schäpli bedanken. Eine bessere Werbung kann man für seinen Kanal nicht machen. Ich bin auch der Meinung, ja, Frau Schäpli ist ja Politikerin, sie ist Staatssekretärin, sie bekommt auch ein entsprechend hohes Gehalt und nach meinem Verständnis muss ein Politiker, je höher er steht in der Hierarchie, ja, und da steht die Staatssekretärin sicherlich über dem Dorfbürgermeister, aber unterhalb der Bundeskanzlerin, ja, muss man da ein Stück weit auch was aushalten, ja. Sie bekommt auch Schmerzensgeld dafür. Sie ist eine Person des öffentlichen Lebens und da muss man auch mit einem gewissen Gegenwind, der vielleicht mal auch gehässig ist, satirisch, bissig, ätzend, Kabarettisten würde man ja auch viel zutrauen in der Hinsicht, wie man ja zum Beispiel auch dem Böhmermann, ja, sein Erdogan-Gedicht hat, größtenteils verteidigt hat, ja. Es geht dann ein Stück weit immer auch um die Frage, inwieweit sind solche kraftvollen Formulierungen eingebunden in einen tatsächlichen politischen Diskurs oder inwieweit gibt es tatsächlich nur ums Beleidigen, ja. Da muss man natürlich auch einen Unterschied machen. Ja, wesentlich souveräner wäre es gewesen, wenn Frau Schäpli sich mal mit Herrn Tim Kellner was ich in einem Livestream gemessen hätte. Das wäre sicherlich ein Glanzlicht der YouTube-Unterhaltung gewesen, des politischen Entertainments. Ja. Das hätte für mich wesentlich mehr Format gehabt, anstatt das zu machen, was Frau Schäpli macht, nämlich bis zu 30 Anzeigen pro Monat pro Woche sogar raushalten. Hier die Welt hat das geschrieben. Staatssekretärin Schäpli erstattet bis zu 30 Anzeigen pro Woche, ja. Das ist doch, wo ich sagen muss, natürlich bekommt die ziemlich viel Shit auch ab, das glaube ich sofort. Sie ist ja nicht unattraktiv, sie ist links und da gibt es natürlich viele frustrierte Männer, die hier ein Objekt ihrer Frustration gefunden haben. Aber dem sozusagen dadurch zu begegnen, dass man irgendwie das deutsche Rechtssystem mit Anzeigen flutet, weiß ich auch nicht, ob das wirklich das Mittel der Wahl ist. Auf jeden Fall, besonders souverän ist das nicht. Natürlich muss man heftige Beleidigungen nicht hinnehmen. Ich will das jetzt auch nicht rechtfertigen, was sie da sozusagen abbekommt. Ich kann mir schon vorstellen, was da so alles in ihrem E-Mail-Fach landet. Ja. Aber trotzdem zeigt sich hier insgesamt eine große, große Ängstlichkeit, auch im politischen Personal. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, ja, ihr merkt schon, ich bin im Zweifel immer für die Meinungsfreiheit. Ja, auch dieser Volksverhetzungsparagraf ist nach meinem Dafürhalten in weiten Teilen eigentlich einer wirklich aufgeklärten Demokratie unwürdig, ja. Zeigt sich dort eine sehr, sehr neurotische Form der Ängstlichkeit in meinen Augen. Wir sollten doch mit irgendwelchen wirklich rassistischen und volksverhetzenden Sachen in einer aufgeklärten Gesellschaft anders umzugehen wissen, als hier nur mit autoritären Mitteln. Autoritäre Mittel sind immer irgendwo ein Stück weit bequem und faul, ja. Sie ersetzen das, was eigentlich in Aufklärung, in einer aufgeklärten Gesellschaft notwendig wäre, nämlich souveräne intellektuelle Auseinandersetzung, ja. Also viele von dem, was man so als Hasskommentar bezeichnet, ist es doch nicht wert, dass man da mit juristischen Mitteln draufhaut, ja. Also die Frage ist, ob nicht dann durch so eine Überstrapazierung der Justiz auch Dinge aufgewertet sind, die einfach nur als Bullshit zu bewerten sind, wo man eigentlich, wie es so schön heißt in der Bibel, den Staub von den
von den Füßen klopfen sollte und einfach weitergehen sollte. Ne? Ja. Gut, das sind meine Gedanken in Anbetracht dieser Entwicklung da mit dem Tim Kellner. Ich habe seinen Kanal nicht wirklich auf dem Schirm. Ich glaube, ein, zwei Videos habe ich mal im Zusammenhang mit Chemnitz von ihm gesehen. Ist halt so ein AfD-Sympathisant, repräsentiert ein Stück weit, ich will mal sagen, den prolligen Stammtisch, aber auch das hat irgendwo seine Berechtigung, denn da sind auch viele, viele hunderttausend Menschen, die, für die er gewissermaßen den Klassensprecher macht. Und das ist auch nicht nur schlimm und böse, sondern auch ein Stück weit verdienstvoll, weil es Dinge einfach zur Sichtbarkeit bringt. Ja, so gesehen mein Kommentar zu dieser ja eigentlich ins Panorama gehörenden Thematik. Ne? Also das jetzt irgendwie großpolitisch zu nennen, muss man fragen, ob es das auch verdient hat. Ja, schön, dass ihr dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal.